ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's, Kati, und ich habe heute eine Three-Marker-Challenge vor. Yoshi und Eva haben das ja schon gegeneinander gespielt, aber ich werde es heute einfach mal alleine machen, gegen mich selbst. So ähnlich, wie ich das letztens auch schon mit den Herzen bei meiner Hard-Doodle-Challenge gemacht habe. Ich werde wieder drei Stifte ziehen und damit ein Topmodel anmalen. Je nachdem, welche Farben ich habe, wird die ein anderes Outfit bekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel pink ziehe, wird es vielleicht Barbie. Und wenn ich grün ziehe, wird das vielleicht eher eine Fee oder so. Mal schauen. Ich werde mich da noch entscheiden. Erstmal lege ich die Stifte hier hin. Ich habe mir schon eine Seite so im Topmodel-Malbuch rausgesucht. Und ich mache meine Augen zu. Mische nochmal alles ein bisschen durch. Und greife mir den ersten Stift, den zweiten Stift und den dritten Stift. So, alle anderen zur Seite. Und jetzt mache ich mal die Augen auf. Ah, super schöne Farben. Also, die mag ich total gerne. Allerdings ist da keine Hautfarbe dabei. Das muss also auf jeden Fall ein Mädchen werden, die lilane, türkise oder helltürkisfarbene Haut hat. Also, vielleicht wird es doch eher so ein, vielleicht so eine Meerjungfrau oder so. Wir werden sehen. Los geht's! So, meine Meerjungfrau ist fertig und während ich so gemalt habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass diese drei Farben meine Lieblingsfarben sind. Also Türkis hier auf jeden Fall und dieses Helltürkis auch und das Lila mag ich auch super gerne. Deswegen fiel mir das gar nicht schwer, daraus eine schöne Meerjungfrau zu malen. Ihr könnt abstimmen beim kleinen i, ob ihr meint, habe ich die Challenge bestanden? Es ist ein gutes Ergebnis geworden. Also eine Meerjungfrau mit langen türkisfarbenen Haaren, helltürkisfarbener Haut, lilanen Lippen und ein lilanes Oberteil. Da habe ich so ein bisschen versucht, so Blüten, so eine Mischung aus Blüten und Muscheln drauf zu malen. Das Ganze wird oben gehalten von Perlen und auch mit Perlen umrahmt hat sie so ein Tuch, was sie sich vielleicht so um die Schultern legen kann oder was sie durchs Wasser so mitzieht. Also so ein ganz, ganz leichtes Tuch. Und bei der Flosse, da sollte das Ganze erst ein bisschen so ein Farbübergang sein. Von Türkis zur Lila und hinten wieder zu Türkis unten und dann die türkisfarbene Flosse. Also mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Gar nicht so einfach mit nur drei Stiften, aber ich hatte ja wirklich drei richtig tolle Stifte gezogen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr vielleicht nochmal sowas sehen möchtet, dann schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss!